Philipp, Mo und Julia, Kata, Tonne, Eberhard, DJ, Rocky, Nelly, Spy, Nico, alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress, ich will nach Hause. Pausenchecker, Chaos, Pflicht, noch mehr Spaß, was willst du nicht? Disneys kurze Pause, da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disneys kurzer Pause. Julia, wo warst du denn? Psst, nicht so auffällig. Tu so, als wüsstest du von nichts. Ich weiß auch von nichts. Kannst du mir mal sagen, warum du dich versteckst? Hast du ein Pickelchen irgendwo? Was? Ich habe einen Pickel? Nein, also was ist los? Oh, na gut, schau mal runter zu den Fahrradständern. Nicht hinsehen! Hast du ihn gesehen? Wie denn, wenn ich dich hinsehe? Oh, na, da unten. Nicht hinsehen! Mensch, Julia, soll ich jetzt hinsehen oder nicht? Du checkst doch wieder gar nichts, Katja. Du sollst hinsehen, ohne hinzusehen. Ah ja, klar. Am besten mit den Augen, die ich mir noch schnell aus dem Hinterkopf wachsen lasse. Du musst das so machen wie ich. Du guckst woanders hin, aber in Wirklichkeit siehst du aus dem Augenwinkel in den Schulhof und keiner sieht, wohin du in echt siehst. Julia, ich merke schon die ganze Zeit, dass du mich beobachtest. Darf ich hoffen? Oh, Flip, weißt du was? Ich hatte gerade einen Schluck auf und musste mir ja irgendwie einen Schrecken einjagen. Oh Mann, ich fange gleich an zu schielen. Also, was soll ich mir jetzt anschauen? Na, da unten bei den Fahrradständern, was siehst du? Fahrräder? Oh, außer Fahrrädern, irgendwas Menschliches. Ach so. Nein. Wie nein? Da unten steht der schönste Junge, den ich je gesehen habe. Du hast gesagt menschlich, aber der ist nicht menschlich. Der ist... So jemand wie den habe ich noch nie gesehen. Nur in Filmen. In Hollywood-Filmen. Was macht denn so jemand hier? Na, das ist ja wohl ganz klar. Er steht direkt neben meinem Fahrrad und wartet natürlich auf das hübscheste Mädchen von der ganzen Schule. Echt? Das ist ja der totale Wahnsinn. Und wer ist das hübscheste Mädchen von der Schule? Ich lade dich nie wieder zu meinem Geburtstag ein. Super, dann behalte ich die Schuhe, die ich dir schenken wollte, einfach selbst. Ich bring dich um, wenn du nicht zu meinem Geburtstag kommst. Oh, ist der nicht wunderschön? Er muss von einer anderen Welt sein. Oh, guck mal, er schreibt irgendwas. Bestimmt ein Brief an mich. Und jetzt hat er die rote Schleife von meinem Lenker angefasst. Also, ich finde es ja albern, dass du dich vor ihm versteckst. Du solltest dich ihm einfach offen und selbstbewusst präsentieren. Oha, jetzt schaut er her. Jetzt sieht er uns. Oh, Mensch, Katja, was machst du denn so lange auf dem Klo? Oh, ich kann so nicht mehr sitzen. Mir tut alles weh. Julia, du machst ja Sit-Ups. Toll. Sit-Ups, so ein Quatsch. Ich verstecke mich. Und vor wem? Da unten auf dem Schulhof steht der schönste Junge, den ich je gesehen habe. Und er ist heute nur wegen mir an der Schule. Und jetzt sucht er nach mir. Aha. Aber wenn du aufhören würdest, dich zu verstecken, dann würde er dich vielleicht auch finden. Nein, er darf mich nicht sehen. Also, ich sehe da draußen niemanden. Oh, jetzt sehe ich ihn. Der ist ja wirklich unwiderstehlich schön. Wer ist das denn? Na, mein Verehrer. Na, dann kannst du ja jetzt wieder hochkommen. Der ist nämlich schon längst hier oben und hat dich bestimmt schon gesehen. Oh je, das ist er. Was macht er denn hier? Na, der muss ja wirklich sehr in mich verliebt sein. Achtung, er sieht her. Zu mir oder zu dir? Hör auf mit dem Quatsch, du schreckst ihn doch nur ab. Wieso macht er denn nicht endlich den ersten Schritt? Vielleicht, weil du ihn nie anschaust? Na, so leicht kann ich sie mir auch nicht machen. Er soll sich ruhig ein bisschen ins Zeug legen. Also ich nehme ihn ja auch, wenn das mit dir nicht klappt. So ist es ja nicht. Wow, der ist ja so schön. Dieses Gesicht. Und dieser Körper. Und er hat immer noch nicht hergeschaut, Unverschämtheit. Nicht hinschauen, nicht hinschauen. Wir machen einfach weiterhin auf. Zurückhaltend. Er schaut nicht her. Wir ignorieren ihn. So wird es doch nie was. Doch, doch. Ich habe meinen Film mit Kate Hudson gesehen und er hat sie voll auf Zurückhalten gemacht. Und alle wollten was von ihr. Ja, aber du bist nicht Kate Hudson. Stimmt, ich bin eh viel hübscher. Oh, Tonne, du störst. Zisch ab. Wen störe ich denn hier? Hey, Tonne, ich habe noch ein Brötchen in meiner Sporttasche. Die ist in der Turnhalle. Na los, hol's dir. Super, Rocky, ich habe nämlich gerade einen riesen Hunger. Yeah. Oh nein, das nimmt denn nie ein Ende. Habt ihr euch jetzt alle verabredet, um mir die Tour zu vermasseln? Welche Tour? Na, mit dem da. Was? Ihr flirtet mit dem? Ehrlich gesagt, Mädels, ich glaube, das ist reine Zeitverschwendung. Wieso? Der ist doch so schön. Wisst ihr nicht, wer das ist? Was denn? Du kennst ihn? Na klar kenne ich ihn. Soll ich euch bekannt machen? Ja!
Also ich meine, nein. Früher oder später kommt er bestimmt von selbst. Außerdem ist er sowieso nur wegen mir hier. Du denkst, er ist wegen dir hier? Ich glaube, ich muss euch unbedingt mal bekannt machen. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Ja, ja, passt schon. Das war die falsche Antwort. Julia, du siehst super aus. Also, Ruhe jetzt, er kommt. Die Damen, darf ich vorstellen? Das ist Luca. Luca, ich bin Katha. Ah, du bist also Katha, die Musterschülerin. Du hast schon von mir gehört. Jede Menge. Und du? Ich heiße Rocky. Willst du meine Telefonnummer? Auf jeden Fall, aber erstmal alles nach der Reihe. Und wer bist du? Ich? Ich bin Ju. Julia! Sehr schön, habe ich mir vermerkt. Ja, das ist ja süß. Ah, hatte ich schon erwähnt, dass Luca der Bruder von Spy ist? Der Bruder von Spy? Julia, Fahrrad nicht ordnungsgemäß abgestellt, behindert die anderen Schüler beim Abholen ihrer Räder. Außerdem ist das rosa Schleifchen am Lenker nicht verkehrssicher. Rocky, vorher Mathe geschwänzt und dafür heimlich in der Turnhalle trainiert. Katha, du bist die Allerschlimmste. Du hast jemanden vor der Schule deine Hausaufgaben abschreiben lassen. Aber jetzt habe ich ja eure Namen und kann euch bei der Schulleitung melden. Tschüss. Oh. Also, eigentlich sieht er ja gar nicht so gut aus, wenn man genau hinschaut. Nee, da habe ich schon schönere Typen gesehen. Ich habe mich schon sowieso die ganze Zeit gefragt, was ihr an ihm findet. Wisst ihr was? Tonne hat auch einen älteren Bruder. Ja, der ist super. Der kann auch mehr essen als ich. Soll ich den mal mitbringen? Komm. Oh. Ja, was denn? Julia, was machst du da? Nee, Quatsch, sag was anderes. Also echt, ich glaube, da muss ich euch unbedingt mal bekannt machen. Mund hat sich bestimmt schon gesehen.